Hallo, meine Lieben. Ja, da bin ich nochmal mit einer Geburtstagspost. Ich kann leider nur das Paket nicht auf den Tisch stellen, weil das ist riesengroß. Also das geht irgendwie gar nicht. Deswegen hole ich jetzt alles einzeln raus. Und da habe ich jetzt zuerst mal die Post rausgeholt. Genau, und das Paket ist von der lieben Martina. Die kenne ich jetzt schon sehr lange. Wir haben uns auf Facebook kennengelernt, als ich angefangen habe zu basteln. Ja, und das ist auch eine ganz liebe Verrückte. Und ja, wir haben jetzt schon wirklich sehr, sehr lange Kontakt. Also das ist jetzt die, wenn ich jetzt sage Älteste, hört sich doof an. Aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Die älteste Bastelfreundin, die ich jetzt kenne. Also nicht vom Alter, sondern von der Zeit. Die längste. Ja, ich denke, ihr wisst, was ich meine. Und Martina, ich glaube, du weißt auch, was ich meine. Ja, und da mache ich jetzt mal die Post auf. Die ist ja auch mal ziemlich cool, die Karte. Birthday Diva, hab einen wundervollen und klamourösen Tag. Guckt mal hier, mit Stilettos und einem knallroten Lippenstift. Wahnsinn, sehr cool die Karte. Ja, da werde ich jetzt mal ganz schnell lesen. Oh, danke schön, meine Liebe. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, so, das ist die Karte. Und sie ist auch echt ein verrücktes Tun. Also was sie mir hier alles eingepackt hat, das ist der absolute Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Okay, also ich fange mal jetzt mit dem Block an. Dann hat sie mir einmal diesen Design-Block eingepackt. Den finde ich sehr interessant, muss ich sagen. Habe ich auch noch nie gesehen. So sieht der aus. Also doch total interessant, oder? Gefällt mir. Doch, gefällt mir gut. Ja, die Farben sind schon alleine so meins. Und gut, okay, an das Muster muss ich mich gewöhnen, weil ich bin ja halt eher so shabby und vintage. Aber ich finde den echt toll. Das war was ganz anderes. Kann man sich mal was anderes einfallen lassen, ne? Ja, sehr schön. Vielen lieben Dank schon mal dafür. Mal gucken hier. Ich weiß nicht, wo ich weitermachen soll. Eine verrückte Nudel. So, und hier habe ich ein Tütchen. Da ist... Ja, okay. Ah, hier, schaut mal. 3D Paints sind da drin. Die Pearl Paints, meine ich. So. In ganz vielen Farben. Gott, mehr kriege ich nicht auf die Hand. Einmal haben wir diese Farben. Sehr schön. Das ist ja auch was, das kann man auch immer gebrauchen, ne? Und dann haben wir nochmal diese drei Farben. Sehr cool. Das gefällt mir natürlich auch. Oh, sehr cool. Passt auch teilweise hier zum Block. So, die lege ich mal zur Seite. Die kann ich gebrauchen noch. Okay, wo geht's jetzt weiter? Dann hat sie hier... Ich mache das mal auf. Gott, mit Batterie. Du bist doch echt verrückt, ehrlich. Das ist ja mal geil. Okay, das ist so ein Pilz. Der leuchtet dann wahrscheinlich. Wo geht das jetzt auf? Ach, ich bin ja so ungeschickt manchmal. Ich will ja nichts kaputt machen, ne?
Ach nee, nee. Oh, doch, jetzt ist es offen. Okay, kommen da jetzt diese Batterien rein? Echt jetzt? Schickt sich die Batterien mit? Ich lache mich ja schlapp. Also, das ist doch echt verrückt. Okay, aber kommen die da echt rein? Wie viel kommen denn dann da rein? Liebe Martina, ich glaube, das erklärst du mir, bevor ich irgendwas falsch mache, okay? Weil ich werde dich ja dann auch nochmal persönlich kontaktieren. Jedenfalls finde ich den total putzig. Guckt mal. So. Der ist richtig süß, oder? Der ist echt richtig, richtig süß. So, das muss ich jetzt nur mal wieder hier richtig reinkriegen. Jetzt. Ach, ich gucke dann nachher. Oh, Hammer. Ich finde das lustig. Echt süß. Okay, oh Gott, ihr Lieben. Okay, dann. Ja, na klar, wie kann es anders sein? Kriege ich nochmal Schoki? You, me and Pralines. Ah, das ist ja süß. Das ist ja süß, schaut mal. So eine schöne Herzdose und die Pralinen sind auch in Herzchenpapier eingepackt. Richtig süß. Dankeschön. Wo fange ich? Wo geht's jetzt weiter? Wo geht's jetzt weiter? Okay, dann nehme ich jetzt mal das. Ha, ne? Also, ich bin gerade schon wieder sprachlos. 48 Gelpens hat sie mir hier geschickt. In einer ganz tollen Aufbewahrungsbox. So. So sieht's aus. Die sind auch noch so schön. Die sehen richtig toll aus. Jetzt habe ich kein weißes Papier. Doch. Ich teste die jetzt nicht alle durch, ne? Mal gucken jetzt hier. Schreiben sehr schön. So. Da wieder rein. Also sie schreiben sehr schön. Die kratzen überhaupt nicht. Die schreiben richtig weich. Und die Farbe ist auch richtig toll. Ja. Das finde ich auch wirklich richtig cool. Also die Farben sind toll und die Stifte sind schön. Oh. Sehr schön, die gefallen mir sehr gut. Vielen, vielen lieben Dank. Ich sag doch, verrückt. So. Dann geht es weiter mit einer Dose. Und da sind ganz viele Halbperlen drin. Sind noch halb, ja, sind Halbperlen. Ganz viele sind da drin. Kleine in weiß und pink und hellblau. Und das können wir ja auch immer gebrauchen, ne? Richtig toll. Also, vielleicht geht's so besser. Ach, und so ein Helllila ist auch noch mit drin. Ja, die sind auch sehr, sehr schön. Oh ja, gefällt mir, gefällt mir. Oh, Mädels. Dann hat sie mir hier ein Band eingepackt. Das glitzert. Das sieht so aus. Das ist so ein Cremeton. Das finde ich auch richtig toll, muss ich sagen. Gefällt mir gut. Das ist bestimmt so ein Geschenkband. 10 Meter. Wahnsinn. Farbe ist sehr schön. Was liegt denn da noch drin? Jede Menge noch. Och, oh Gott, oh Gott. Also. Dann hat sie noch diesen schönen Stift drin in lila mit einem kleinen Schaf.
Ist das ein Kuli oder ein Bleistift? Das ist ein Bleistift, würde ich sagen. Moment, jetzt brauche ich nochmal mein Papier. Nee, das ist so ein Feinliner. Oh, der schreibt aber auch toll. Der schreibt auch sehr schön. Ich kann das ja nicht leiden, wenn die Stifte so kratzen. Finde ich ja auch total süß. Guckt mal. Richtig süß. Ja, ach, und das ist ja auch so süß. Also die werde ich auch nicht verwenden. Die stelle ich mir hier hin. Mein Regal. Bin immer bei dir. Ist das nicht süß? Oh, danke, meine Liebe. Das ist richtig süß, ehrlich. Ja. Ja, wo soll ich jetzt weitermachen? Dann hat sie, oh, das ist ja auch mal interessant. Das ist, ich mach das mal auf. Geht so nicht. Das finde ich ja auch mal eine coole Idee. Und zwar ist das Seife für die Handtasche. Da ist ein Stück Seife drin. Für die Handtasche. Das finde ich ja auch mal mega. Ne? Also hier. Das sind so Plättchen. Seifenplättchen. Das finde ich auch cool. Habe ich auch noch nirgendwo gesehen. Ja gut, ich gehe auch in letzter Zeit nicht so wirklich aus dem Haus, muss ich sagen. Sehr schön, das finde ich gut. Das können wir ja heutzutage noch mehr gebrauchen, ne? So. Dann habe ich hier noch von ihr so zwei Aufbewahrungsdosen bekommen. Ich mache das mal ab. Wo sind die? Ja, sind die vom Kick? Sowas gibt es bei uns gar nicht. Und das finde ich natürlich auch sehr cool, weil die, ne? So, das gefällt mir richtig gut und sowas braucht man immer. Also sehr, sehr schön. Vielen lieben Dank. Das kann ich wirklich auch sehr gut gebrauchen. Ja, aber seht ihr, das ist schon wieder so viel. Dann hat sie mir, und das trifft sich sehr gut, weil meiner ist nämlich kaputt. Wartet. So. Das ist so ein. Ja. Das macht man sich hier über die Finger und macht das so hin und her. Das ist gerade bei Rheumakranken, die sollen das halt regelmäßig machen. Ein paar Mal am Tag. Und ich hatte auch einen, aber das ist jetzt kaputt gegangen. Und das ist echt cool, dass ich jetzt einen neuen habe. Und der ist sogar noch schöner als den, den ich hatte. Sehr cool. Oh, ich glaube, ich sage andauernd sehr cool, ne? Oh, Entschuldigung. So. Dann ist hier drinne noch ein toller Block. Auch vom Teddy, den hatte ich damals auch schon in der Hand und wollten mir kaufen, aber ich habe gedacht, nee, ich lasse es mal sein. So, ist das nicht toll? Das wiederholt sich jetzt. Dann haben wir dieses Motiv und dieses. Da freue ich mich ja jetzt mega, dass ich den Block habe. Hier mit den Schreibmaschinen, dem alten Telefon und ich fand den damals schon so toll. Aber wie gesagt, ich habe ihn mir nicht mitgenommen. Aber jetzt habe ich ihn ja. Dann haben wir hier noch mal ein altes Telefon und Blumen. Und dann ist dieses. Und dann ganz schlicht gestreift. Das sind natürlich wieder meine Farben, ne? Dann haben wir das hier. Auch nochmal gestreift, ganz einfach. Haben wir hier die Schreibmaschine. Nochmal Blumen. Und dann haben wir hier nochmal den Sessel. Und das war's, ne? Ja. Ja, sehr schön.
Gefällt mir auch sehr gut, der Blog. Ich weiß auch hier schon gar nicht mehr, wo ich alles hinlegen soll. So. Dann ist da drinne. Jahresplaner. Das kann man sich so auf den Tisch stellen und dann kann man immer so rumklappen. Das ist natürlich auch eine coole Idee. Sowas habe ich hier in meinem Bastelzimmer nämlich noch nicht stehen. Das gefällt mir auch gut. Ja, vielen lieben Dank auch dafür. Der kommt natürlich auch hier auf meinen Schreibtisch. Ist doch klar. So, wir sind noch nicht fertig. Oh Gott. Dann, oh, Hilfe, Hilfe. Oh. Hat sich hier drei Packungen Stempel. So kleine. Ups. Das ist aus, wie es schaut. Da ist eine Hundepfote drauf. Dann haben wir hier ein Herzchen. Das ist eine Feder. So, Moment. Hier sind noch mal zwei. Da haben wir einmal eine Note. Love. Und dann noch welche. Martina. Und zwar eine Eule. Ein Blümchen. Happy. Und ein Seestern. Ja, die sind richtig putzig hier, die Teilchen. Die sind richtig süß. Wo habe ich mal ein Stempelkissen? Muss ich doch auch gleich einmal austesten hier. Oh, so. Ja. So sieht's aus. Cool. Lassen sich schön stempeln, muss ich sagen. Ich muss halt nur aufpassen, dass ich am Rand nicht so viel habe, ne? Aber das kriege ich dann schon hin. Sehr schön. Gefällt mir auch total gut. Muss ich das mal gleich sauber machen, so ein bisschen zumindest. So. Okay. Dann. Boah, okay. Wahnsinn. Von Isana. Einmal ein Duschgel. Bodylotion und Handcreme. Das ist ja richtig süß. Das ist ja eigentlich auch viel zu schade, um es zu benutzen. Weil die Verpackung ist ja so süß. Ah, sehr schön. Vielen lieben Dank. Cool. So, das muss ich jetzt mal da hinstellen. Wir sind immer noch nicht fertig, ne? Kommt noch was. Da habe ich diese Blumen bekommen noch. Die sind ja vom Action und die sind ja auch total toll. Ich habe die jetzt auch mittlerweile alle, sind alle verbastelt. Ja, fast alle. Ja, und dann auch noch ein Lila. Oh, die sind total schön. Dann, was ist das? Mal gucken. Ist das ein Magnet? Nee, das ist eine Dose. Die kriege ich aber leider nicht auf. Also die muss mir mein Mann aufmachen. Da ist bestimmt irgendwie so eine Creme oder sowas drin. Ich weiß es nicht. Ich krieg's leider nicht auf. Muss ich mal meinen Mann heute Abend drum bitten.
Gut. Dann. Ja. Sie hat ja mir schon zweimal Papier eingepackt, aber anscheinend hat das nicht gereicht, weil hier habe ich noch 30x30 Papier. Und zwar von Kaisercraft. Also meine Liebe, du bist genauso verrückt. So, und jetzt schaut euch das mal an. Das ist, sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sind wahrscheinlich 10 Bögen. Die Vorderseite ist so. Und die Rückseite ist so. Also richtig toll. Richtig tolles Papier. Genau. Und steht da auch eine Kollektion? Misty Mountains Collection ist das. Also das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Schon alleine von den Farben. Gefällt mir richtig gut. Vielen lieben Dank. Ja. Dann hat sie sowas noch eingepackt. Gib Acht auf dich. Kleine Engelbotschaften für jeden Tag. Das mache ich jetzt auch mal hier auf. Och, die Verpackung ist ja auch schon so süß. Na, das kann man dann hier knicken. Und, och, was ist das? Warum bellt die? Das kann man bestimmt dann hier irgendwie so aufstellen. Also ich gehe jetzt nicht alle Karten mit euch durch. Ich hole da nur mal welche raus. Das sind so Sticker. Du bist mein Engel. Du schaffst das. Alles Liebe. Gib Acht auf dich. Dann viel Glück. Kleine Atempause für dich. Danke, dass es dich gibt. Ja, so sind die. Genau. Und dann steht hier unten noch Schutzengel für dich, wo auch immer du bist. Er gibt auf dich Acht und behütet dich auf deinem Weg. So. Und da sind ganz viele davon drin. Und da war dann hier noch dieser schöne Bleistift mit dabei. Im Design der Verpackung. Und da kann man dann Botschaften aufschreiben. Das finde ich richtig toll. Zettelbox mit 300 Zetteln, Bleistift und 25 Stickern. Jeder Zettel mit kleinen Engelbotschaften, die im Alltag daran erinnern sollen. Engel kann man nicht immer sehen, aber man kann ihnen begegnen. Ja, das stimmt. Das ist ein wahres Wort. Und das finde ich richtig, richtig toll. Das ist eine richtig tolle Geschenkidee. Vielen, vielen lieben Dank. Oh, sehr schön. Das gefällt mir auch total gut. Oh. So, wir haben jetzt hier noch drei Sachen drin. Da ist noch sowas. New Fashion. Ich bin mal gespannt. Oh, was ist das? Was ist das? Okay. Martina, du musst mir verraten, was das ist. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich weiß halt, ich finde es nur wunderschön. Das ist so ganz zart und fein und mit diesen schönen rosa Blumen. Ja, finde ich sehr cool. Aber du musst mir sagen, was das sein soll. Zieht man das sich über die Nase und hat das dann so vor sich hängen? Das wäre jetzt die einzige Erklärung, die ich hätte. Also, wenn ich mich dann bei dir nachher melde,
dann sagst du mir mal, was das ist, okay? Gefallen tut es mir jedenfalls sehr gut vom Design. Da bin ich gespannt, was du mir dazu sagst. So, oh Gott, oh Gott, wann hat sie hier noch was drin? Und zwar so ein Briefkasten ist das. Das finde ich auch witzig. Hihi. Hat sie zugeklebt, da hat sie wahrscheinlich auch noch was eingepackt, so wie ich sie kenne. So, muss ich das mal aufmachen. Ups. Entschuldigung. Ja, na klar. hier. Das ist auch noch randvoll. Guckt mal da rein. Also, ich hole das jetzt mal so raus. Da haben wir. Das ist bestimmt auch Washi-Tape. Ja, das ist Washi-Tape. Da ist so ein Mikrofon drauf, eine Kassette, ein altes Telefon. Ja, sowas ist da drauf. Das ist auch mal richtig cool. Dann haben wir hier noch so ein cooles mit Uhr, mit Telefon, mit so einem alten, mit Schrift. Ja, das ist auch sehr, sehr cool. Dann hat sie hier noch mal so ein Tütchen mit ganz viel Halbperlen und Sternen und hier so Schleifen und Herzen in ganz vielen verschiedenen Farben. Auch toll. Hier, guck mal, die ist toll. Ich weiß nicht, ob ich. Ach, geht schlecht. Die finde ich immer so schön, diese Teile. Ah, die hier. Das fokussiert nicht, es macht nicht scharf. Ja, sehr schön, gefällt mir natürlich auch total gut. Dann hat sie mir ganz viele Buchecken eingepackt in Silber. Und das fällt hier raus. Da war noch eins in der Kiste drin, im Karton. So, Moment. Wo ist denn das hin? Hat sie hier nochmal solche Metallecken? Ja, da weiß sie auch, dass ich die mag. Sehr schön, die gefallen mir auch gut. Die haben hier so eine Tropfenform. Cool. Das sind auch jede Menge, hat sie hier mir eingepackt. Jede Menge. Da ist immer noch was drin. Also hier ist noch mal eine Ecke rausgefallen. Mache ich gleich noch mal da rein. Und dann ist hier noch mal so ein Beutelchen wie eben. Hier sogar mit einem Seestern ist hier sogar drin. Herzchen, also auch richtig viel. Ja, und dieser Briefkasten ist natürlich auch genial, muss ich sagen. dann haben wir hier, das sind so Sticker, würde ich sagen. Hol mal nur ein paar raus. Das sind Sticker. Das sind alles die gleichen. Ich hole jetzt wirklich nur mal ein paar, weil es sind schon einige. So. So. Die finde ich auch echt cool. Ups. Gleich einpacken wieder. Und was haben wir hier noch? Love you always. Da sind noch bestimmt auch Sticker drin. Ah, das sind so Sprüche, das ist ja auch toll. Hier, so Sprüche sind das. Das
finde ich ja auch cool. Good night. Ugh. Wake up and dream. Das sind alles nur Sprüche. Also das ist ja auch mal richtig cool. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Die gefallen mir auch. Also mir gefällt alles. Mir gefällt alles. So. Und jetzt haben wir noch eins da drin. Und ich habe es ja schon gesehen. Und das ist ja der Oberkracher. Also Martina, was soll ich dazu sagen? Du bist echt verrückt. Es ist der Wahnsinn. Guck mal. Ein Kissen, das hat sie bedrucken lassen. Mit dem Foto von mir und meinem Mann. Das ist ja mein Profilbild auf WhatsApp. Da waren wir letztes Jahr im Urlaub am Gardasee. Und das hat sie bedrucken lassen. Also das finde ich ja so toll. Das ist so eine schöne Idee. Und ja, vielen, vielen lieben Dank. Also das ist der absolute Burner, der absolute Oberknaller. Echt. Du bist unverbesserlich. Du bist echt verrückt. Vielen, vielen lieben Dank. Das ist so schön, so eine tolle Idee. Ja, das kommt dann natürlich aufs Sofa. Ja, ihr Lieben, ihr seht, auch ein riesengroßes Paket. Ich bin sprachlos, ich bin überwältigt. Ja, ich habe so viele tolle Sachen bekommen. Ich kann es nur einfach nochmal sagen. Vielen lieben Dank euch allen. Und dir, liebe Martina, danke ich auch von Herzen für diese tollen Sachen. Und mir gefällt alles sehr gut und ich kann auch alles gebrauchen. Das weiß die Janne. Okay. Oh Gott, ich bin... irgendwie muss ich jetzt mal wieder runterkommen nach den ganzen tollen Paketen. Ja, ihr Lieben, ich bin gespannt, was ihr zu diesem Geburtstagspaket sagt, ob ihr es genauso toll findet wie ich. Martina, ich melde mich gleich bei dir nochmal und ich hoffe, dass wir uns natürlich wiedersehen, vorausgesetzt, euch hat das Video gefallen, dass ihr dann beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer eine schöne und kreative Zeit. Bleibt gesund und genießt die Sonne. Bis dahin, euer Mimeminchen.